Und zwar, die Brücke geht nur hoch, wenn man hier drauf steht. Der Schleim ist dort oben. Das kleine, aber feine Problem ist, ich musste hier über bewegende Plattformen hoch und das wollte ich einfach damals nicht. Bewegende Plattform. Ich hab ist klar, habe ich gesehen. Habe ich auch gesehen. Jedenfalls hatte ich damals übelst Schiss, auf diese Plattform zu gehen und habe dann einfach hier das Spiel nicht mehr weitergespielt. Und habe versucht, irgendwie so drüber zu kommen. Es hat nicht geklappt. Nintendo! Oh yeah! Entschäume! 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 Ja, ist klar! Nintendo! So! Jetzt muss ein bisschen Schleim dahin. So, jetzt gehen wir auf die Brücke. Und die Brücke bleibt kleben. Ha, der nächste Penny kann sich auch darum kümmern. Ha, viel Spaß, ey. Ha. Ja, ich bin geil, ich bin fies, ja. Das Lustige ist, wenn die Brücke jetzt unten ist, kommt hier keiner mehr raus. Weil du müsstest dich ja da drüben hinstellen. Das heißt, wenn alle hier sind und keiner da drüben... tja, dann Pech. Dann müssen alle in die Tiefe stürzen und einen elendigen Tod sterben. Ja, ja. So läuft das halt bei den Slytherins. Schlitterin. Hallo. Hallo. Ihr seid tot. Das ist schön, nicht wahr? So. Ja, nein. Ich frage mich gerade, wozu diese Plattform ist, die sich bewegt. Für Bohnen hier. Für verfickte Bohnen. Nee, tot. Ja, danke schön. Jetzt darf ich das nochmal machen. Habe ich gesehen. Gut. Jetzt, da wir alles gesehen hätten. Nein. Moment mal. Ich bin vorhin da gar nicht hin, oder? Bin ich da hin? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich hier hingegangen bin. Ich glaube, ich habe das vergessen. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ich hab das vergessen, oh Mann. Ja, in dem Sinne gut, dass ich gestorben bin, nicht wahr? Jetzt wäre es natürlich blöd gewesen. Habe ich gesehen. Lumos, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Jetzt hüpfe ich hier runter, weil ich geil bin. Nope. Okay. Nintendo. Phew. Ich weiß, dass das nichts ist, aber trotzdem, wir gehen jetzt hin.
Für ein paar miese Bohnen. Ja, Goll muss warten. Goll wartet nicht gern. Aber mehr auch nicht. Ja, ich beeile mich schon wieder. Ich weiß, es ist schlecht. Ich muss auch jetzt mal gucken. Okay. Das Spiel laggt wie blöde, weil ich gerade einen Cut gemacht habe. So. Jetzt hat es sich wieder gefangen. Warum auch immer. Hey, geil Lumos! Lumos, why you no länger? Lumos! Waren wir eigentlich schon im Wald? Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon im Wald waren. Das ist blöde. Ich glaube, wir waren noch nicht im Wald. Was macht diese Spinne hier? Wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Haustier oder was? So, wir haben echt irgendwie Probleme, ne? Das ist immer das Lustige. In Filmen und überall werden die Bösen immer so dargestellt, als hätten sie einen an der Klatsche. Okay, hier nicht. Da auch nicht. Alte Hexe, die uns eigentlich nur Spinnen gibt, wenn man drauf flippendet. Ja, man kann hier viel verzaubern. Nichts. Oh, hi. Komm, lass uns in den Waterroom gehen. Hallo, Geil. Hallo. Warum gehst du wieder? Wir wollten doch eine schöne Zeit haben. Nein. Das Resort halt. Goll zaubert gerne in der Gegend herum. Ja, so macht Goll das. Hallo. So, da drüben waren wir. Da waren wir. Mag vielleicht irgendjemand für sein Projekt haben, aber scheiß doch drauf, klau ich einfach. So, Jungs, Mädchen. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Oh doch, der kann mitmachen. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Oder ist er euer Pimp und kann euch beschützen? Hm. Oh, ich bin geil. Hallo, Lucius Malfoy. Bist du ja Goll? Ich hab dich überall gesucht. Bist du Draco Malfoy? Weißt du, Goll, ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer empfinden.
Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist. Ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goll. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keinen, nur den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Mimik Zero. Gucken, ob es hier vielleicht was gibt. Das wäre schon cool. Aber nein. Bohnen. Ja, Bohnen, klar. So eine Karte könnte die hier verstecken. Scheiß Aufwand hier, Mann. Kann ich jetzt zu den Weibern? Du willst doch nicht, dass wir Professor... Doch, ich will, dass ihr Professor Snape ruft, während ich euch rape. Hey. Ich fände es jetzt übelst lustig. Flop. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Mal schauen, was die Weiber mit dir anstellen. Nee, die haben mich gefallen. Ah, Potter. Jetzt ist es bestimmt nicht mehr lange bis zu deinem Schulverweis. Ich muss hier rauskommen, ohne dass einer des Slytherins mich bemerkt. Manu. Soll ich es nochmal versuchen? Versuchen wir es einfach nochmal. Arschloch. Hallo, ich bin Harry. Er sieht mich nur nicht. Ich finde es auch lustig, wie sich jetzt plötzlich seine Kutte umgefärbt hat. Was macht er? Geht hier hin, geht wieder zurück. Ich glaube, ich habe hier eben Harry Potter gesehen. Ich glaube, ich habe hier auch eben Harry Potter gesehen. Hey, komm sofort zurück! Du bist kein Slytherin. God damn it! Wie geil ist das denn? Oh yeah! Scheiße, hier komme ich nicht mehr raus, oder? Nee, da komme ich nicht mehr raus. Professor Snape! Ja, ist gut. Aber ich hab's geschafft, bis in den Mädchenschlafsaal. Oh yeah. Irgendetwas stimmt hier nicht. Professor Snape? Ja, mein Junge. Übrigens leben diese Spinnen. Ja, sie sind nicht tot, sie sind nur betäubt, denn
Scheiße. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich habe hier eben einen Gryffindor gesehen. Wer bist du? Du bist kein Slytherin. Na, ich bin's raus, ich bin raus. Die Nachricht, dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule. Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Oh. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Vielleicht Harry. Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Nun komm schon, Harry. Elasto, ich weiß schon, wozu du das verwenden willst. Damit was elastisch wird. Oh mein Gott, ich bin so ein Arsch.